Na? Okido, damit ist der nächste Moskito dran. Und das war's auch schon mit ihm. Jetzt können wir weiter die Höhle ein wenig erkunden. Okay, dann drücken wir mal die 6 zum Looten. Okay, wir haben ein Mana-Fläschchen bekommen. Und hier sind noch viel mehr Moskitos. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei der Macht von Glory! Jetzt haben wir leider überhaupt nichts von der Euphorie mitgekriegt. Aber okay, schön, dass du euphorisch bist. So, du kommst auch nicht mehr weiter. Du auf Moskito schießen? Vielleicht? Nein? Okay, dann nicht. So, wer ist der nächste hier? Okay, also sie sind eigentlich noch alle voll. 38, 34. Er ist eigentlich auch, glaube ich, voll. Fast voll. Naja gut, ich hoffe, wir kriegen noch Mana irgendwann. Mach ihn mal ganz voll. Den Holy Avatar. Und jetzt ist unser kleiner Goblin oder was auch immer du bist dran. So. Und du musst leider auch warten. Jetzt kommt die Welle an Moskitos. Eieiei. Okay, jetzt darfst du dich wieder wehren. Sodele. Haha, geil. Er kommt nicht ran. Ich hau mich weg. Super. So, Bogenschützen auf das Vieh schießen. Das wäre toll. So, dann müsste die Harfenistin wieder dran sein. Vielleicht kannst du ihn ja schräg heilen hier. Sehr schön. Einmal Heilung, danke dir. Und dann ist wer dran? Die zweite Bogenschützin. Ja, die kann wohl definitiv auf ihn schießen. Und damit haben wir schon ein bisschen was weggekriegt. Ich hoffe, du kannst dich da vorstellen. Und ihn angreifen. Nein, nein, nicht Ruckelschlagens! Ich komme wieder! Hallo? Okay, der Schlag war misslungen. Der ebenso. Das ist nicht gut. Aber die Fee hat's gerettet. Sehr nice. So, hier müssten noch mehr... Oh, da hinten sind schon Hasen. Warte mal, hier sind Hasen. Oh Gott, hier sind ganz viele Hasen. Ich glaube nicht, dass unsere Heiltränke so weit reichen. Das sieht nicht gut aus. Moskitos werden langsam langweilig. Ich bin immer noch durchnässt und mir wird schon wieder kalt. Drake, tu was! Ich, naja, seid doch mal froh, dass wir Gegner haben, die wir locker besiegen können. Wir sind ja noch nicht am Ende des Dungeons angelangt. Am Ende eines Dungeons erwartet eine eifrige Gruppe zumeist halbgöttliche Schätze und wütende Bossgegner. Holy sollte es ja wissen.
Er hat schon so viele Dungeons geplündert. Nicht wahr, mein starker Held? Unzählige. Seine halbgöttliche Wenigkeit könnte euch da eine nette kleine Geschichte erzählen. Damals in Always Summer Days als ein Haufen Monster... Oh, haltet ein! Ich glaube, ich höre das penetrante Summen von giftigen Moskitos auf der einen und das Knurren hungriger Säbelzahnhasen auf der anderen Seite. Da haben wir unsere Abwechslung. Sehr nice. Na gut, dann machst du jetzt auch ein Nickerchen. Irgendwie misslingt gerade allen was, und zwar der Angriff. Durch diese komische blaue, schwarze Dunstwolke. Oh, er hat getroffen. Hurray, hurray. So, jetzt ist allerdings die Frage... Schauen wir uns mal ein bisschen die Dungeon an. Also hier geht's nach links zu noch mehr Moskitos. Und da geht's nach rechts zu Hoppelhasen. Allerdings, ich weiß nicht. Hier müssen wir ja hin. Aber wie kommt man da hin? Das ist die andere Frage. Der Fragen. Eigentlich durch den Durchgang hier. Dann laufen wir einfach mal zurück. La la la. Oh, Moment mal, der Moskito ist noch nicht gereinigt hier. Geben wir das auch mal auf. Ah, okay. Keinen Trank erhalten. Wunder. Totenkopf. Okay. Naja. So, dann wollen wir mal hier rüberkommen. Haben wir an den Moskitos genug geübt? Ja, ich wollte es eigentlich auf die andere Seite schwenken. Aber neue Feinde! Hoppelhasen! Rote Hoppelhasen! Ja, denen ist nicht zu spaßen, glaube ich. Bringt das was, wenn ich mich in den Kristall stelle? So, dann ist er hier dran. Nee, sie hier. Und kann schon mal auf ein Häschen schießen. Oder auch nicht. Ich finde das geil. Okay. Das ist wer? Auch Bogenschütze, ne? Oder? Ja gut, du kannst jetzt hier schlafen. Er kann auch eine Runde in Deckung gehen. Oh, der hat aber richtig zugebissen, hä? Das ist aber gar nicht nett. Nein, das ist nicht nett. Und aushalten tun sie auch eine Menge. Plus 10 Erfahrung, okay. Ja. Okay. Dann die Bogenschützen. Hallo? Oder wer ist dran? Nee. Ist eigentlich die Bogenschützen dran. Warum kannst du nicht auf Hasen schießen? Nee, unser Flattermännchen ist dran hier. Ah, ich verstehe. Okay. Aber der hat nur noch 14 Punkte. Das müssen wir schnellstmöglichst ändern, sonst wird er uns gleich hier sterben. Heil ihn hoch.
Sehr schön. Und Levelaufstieg. Noch schöner. So. Okay. Und die andere schießt ihn hier mal an. Und damit hätten wir den ersten Hasen gelegt. Yay. Das ist sehr nice. Und du könntest ihn hier angreifen. Das hat ihn aber wenig beeindruckt. Okay. Dann werden wir mal dir vorlieb nehmen. Der Holy Avatar hält auch mal drauf. Dann kommt die Schütze Nummer 1. Und jetzt ist die mit der Harfe wieder dran, ne? Ich denke ja. Ich kann ihn wieder hochheilen. Allerdings, die anderen sehen auch nicht mehr allzu gut aus, oder? 3 von 24 Punkten. Moment mal. Können wir nicht so ein bisschen hier trinken, etc.? Zeig mal her. 35 von 38 Punkten. Dir geht's gut. Er kann nicht. Sie kann auch nicht. 41, okay. 43, 44. Dann habe ich mich wohl verlesen irgendwie. Aber okay, es scheint allen gut zu gehen und ich drücke immer noch Escape. So, dann schieß mal bitte auf den hier. Und damit hätten wir den zweiten Hasen erlegt. Jawohl, ja. Und nun bist du nochmal dran. Aua. Da ist es dem Hasen misslungen. Das ist gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das mehr zieht, wenn wir von der Seite oder von hinten sogar angreifen. Oh, das gab sogar 10 Punkte. Damit hätten wir diesen Hasen schon mal besiegt. Das ist sehr gut. Wie war das mit dreckig machen? Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn du dich in Matsch schmeißt, ne? So, jetzt sollte man aber hier erledigen. Böses Häschen. So, jetzt kommt der Holy nochmal und... Ja, das war der letzte Strike. Oh, und so viel Level up und noch eine Jungfrau. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Meine Freundinnen wurden alle von den Hasen zerfleischt. Ich war starr vor Schreck. Scheinbar war das meine Rettung. Sie griffen mich nicht an. Seid unbesorgt. Nun seid ihr in Sicherheit und in den starken Armen seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Oh, ihr habt wirklich muskulöse Arme. Oh, und wie ich sehe, habt ihr noch andere Jungfrauen in euren Reihen. Ich denke, ich sollte mal alle herzlich umarmen. Ich finde es gut, dass ihr euch so für die Sorgen und Nöte von Jungfrauen interessiert, mein starker Held. In diesen dunklen Zeiten ist das eine Seltenheit. Seine halbgöttliche Wenigkeit tut, was seine halbgöttliche Wenigkeit tun kann. Habt ihr denn gar keine Beleidigungen für eure Konkurrenz, die anderen halbnackten Jungfrauen übrig? Nein. Schlimme Worte, obszöne Gesten vielleicht? Nein, wieso sollte ich das tun? Sie scheinen mir alle sehr nett zu sein. Okay, nicht mal ein Anflug an Eifersucht? Ein kleiner böser Blick? Nein, ich gönne allen Jungfrauen die Nähe eines so edlen Ritters wie des Holy Avatars. Seht ihr? Seine halbgöttliche Wenigkeit sieht keine Probleme, sie mitzunehmen. Wollt ihr an der Seite des mächtigen Holy Avatars und seiner Gefährten kämpfen? Oh, das wäre zu gütig. Ich wäre sehr erfreut. Ich werde sicher noch nicht so stark sein wie Mandy. Ja, ich bin wirklich stark. Und nicht so klug sein wie Candy. Ich bin wirklich...
wirklich sehr intelligent. Aber ich hoffe inständig, dass wir alle Freunde werden. Also gut, dann könnt ihr wohl mit uns kommen. Die Dark Church werden sich warm anziehen müssen. Oh, wunderbar. Ich werde euch mit meinem Bogen unterstützen. Kommt, Mandy und Candy. Gemeinsam sind wir stark. Wow. Was für eine überaus nette Jungfrau. Und so gar nicht eifersüchtig. Hey, Drake, Süßer. Du musst noch viel über Frauen lernen. Besonders über halbnackte Jungfrauen. Wieso? Warum? Sie scheint doch gar nicht eifersüchtig zu sein. Allein schon, dass sie die Namen von Mandy und Candy wusste, ohne dass sich die Jungfrauen vorgestellt haben, macht sie verdächtig. Wie dem auch sei, viel schlimmer ist meine nasse Kleidung. Deshalb lass uns diese dämlichen grünen Kristalle finden. Jetzt! Okay, jetzt! So, aber nein, wir werden erstmal den Schatz hier vorne plündern. Und wie wir sehen, sind da auch Kristalle bei. Noch ein besserer Bogen und ein Fläschchen, okay. Jetzt frage ich mich allerdings mit den grünen Kristallen. Ah ja, okay, man kann sie nehmen. Das ist schon mal sehr gut. Müssen wir wirklich alle Hasen umnieten? Aber ich muss ja 13 grüne Kristalle mitnehmen, ne? Eigentlich. Da müssen wir wohl die ganze Dungeon durchmachen. Ah, sie hören auf zu leuchten, wenn man sie eingenommen hat. So, aber ich würde sagen, jetzt haben wir noch eine Jungfrau mehr. Juppie. Das hat, glaube ich, den Drake noch gefehlt. So. Beide sind wir auch so weit. Du hast schon einen besseren Bogen. Jetzt würde ich sagen, kriegt Candy jetzt auch noch einen besseren Bogen. Sie hat die Harfe und sie hat den Spielzeugbogen. Verteidigung 7, Resistenz 2, Bewegung, Geschick, Schaden 12 bis 13. Warte mal, wenn ich mal an die andere gucke. 12 bis 14 die Harfe, okay. 13 bis 14. Oh, 14 und 15. Okay, das sieht gut aus. Juti, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Groteskia Tactics. Also denn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. See you, euer Snoopy.